Hallo zusammen! Wie ihr ja schon gesehen habt, haben wir schon wieder einige Fortschritte seit unserem letzten Update gemacht. Und was wir noch alles in den letzten Tagen gelernt haben und zusammen erreicht haben, könnt ihr jetzt im Video sehen. Viel Spaß dabei! Da die Berührung am Kopf ja bereits von Anfang an sehr gut möglich war, konnte ich dieses Mal schon sehr früh anfangen, meinen Event Mustang auf das Aufhalftern vorzubereiten. Wenn ihr sehen wollt, wie ich wirklich Step by Step sie auf das Aufhalftern vorbereitet habe, könnt ihr das Video in voller Länge in der Mediathek von Mustang Makeover Germany sehen. Bereits nach einem Tag der Vorarbeit hatte ich schon so ein gutes Gefühl, dass ich am Abend beschlossen habe, das Stallhalfter herunterzunehmen. Und ich habe es Gott sei Dank nicht bereuen müssen. Tag 5762 lässt sich mittlerweile mit der Fahrpeitsche überall berühren. Auch mit meiner Hand komme ich mittlerweile bis auf die Gruppe. Allerdings findet sie die Berührung, egal ob mit meiner Hand oder mit der Fahrpeitsche an der Hinterhand, noch etwas merkwürdig. Sie weicht allerdings lediglich einen Schritt zur Seite, wenn sie es unangenehm findet und hat noch nie getreten oder ähnliches. Die Basics am Seil hat sie sehr schnell verstanden und setzt sie auch ganz fein um. Auch die Desensibilisierung mit einem Seil oder mit verschiedenem Putzzeug hat sie echt super brav gemacht. Und so konnte ich jetzt tatsächlich schon mit der Vorarbeit fürs Hufegeben beginnen. Damit sie nicht länger alleine stehen muss, habe ich sie an den Stromzaun gewöhnt und habe sie mit meiner Mustangstute Joseras Nayeli im Roundpen zusammengeführt. Das hat super funktioniert und so können die beiden jetzt zusammen jeden Tag sich nach und nach an das Gras gewöhnen. Die erste Zeit mit dieser hübschen Mustangstute hat schon so viel Spaß gemacht und ich bin schon sehr gespannt auf unsere weitere Reise. Wenn ihr es auch seid, freut euch jetzt schon auf unser nächstes Update. Bis dahin!